Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zurück hier auf dem Seekrautskanal und willkommen zu dieser Schiffsanweisung zum Premium-Zerstörer für Europa, die Orkan, Stufe 8. Schiff hat sogar real existiert. Es wurde tatsächlich am 18.11.1942 in der polnischen Marine in Dienst gestellt, obwohl es in Großbritannien gebaut wurde. Es ist ein M-Klasse-Zerstörer, sieht der Lightning sehr ähnlich, deswegen werden wir das Schiff hier heute auch mit der Lightning hauptsächlich vergleichen und dann so ein bisschen nebenbei noch einsortieren, wo es sonst so steht. Eingesetzt wurde damals real für einen Geleitzugschutz im Nordmeer, zwischendurch mal abkommandiert in eine Jagdgruppe in der Biscaya. Danach wurde sie dann aber zur Verstärkungsgruppe wieder zurück nach Scapa Flow kommandiert und wurde dann in einem Kampf mit einer U-Boot-Gruppe von U-378 versenkt. Das Schiff schwamm quasi am Ende knapp ein Jahr durch den Atlantik und durchs Nordmeer und in der Biscaya rum. Ja, und das war dann schon die Geschichte zu diesem Zerstörer. Wie hat Wargaming jetzt diesen Zerstörer hier ins Spiel gebracht? Übliche Sache, Panzerung 19mm ringsrum, Aufbauten sind bei 13mm, also große Anfälligkeit für SAP und HE-Granaten. Und ja, bei AP kommt es halt darauf an, wer auf euch schießt. Ich schicke euch jetzt direkt ins Gameplay und wir gehen dann die Werte im Vergleich zur Lightning und dann eben auch zu anderen Stufe 8 Zerstörern durch. Oh, ganz kurz zum Gameplay. Es wurde in der Divi gefahren, das heißt, wir haben hier versucht zusammen das Maximum herauszuholen, indem wir da an dem Captor aktiv sind. Und manche Sachen sind vielleicht aus meiner Perspektive jetzt gar nicht so gut zu verfolgen. Das ist halt alles in Absprache mit der Division entstanden. Kommen wir dann zu meinem Bild. Alle Werte, die ich euch jetzt hier sage, sind quasi schon geskillte Werte. Signalflaggen drauf, Module drauf, Kapitän geskillt und so weiter. Also wisst ihr dann schon mal, was ihr erhaltet, wenn ihr mein Bild eben nachbauen solltet. Wir haben hier 18.500 Trefferpunkte, Experte Überlebensfähigkeit ist damit schon bei. Stockmäßig hat die Orkan 200 Trefferpunkte weniger als die Lightning, die nämlich 15.900 hat. Dann können wir schon zur Artillerie und das ist hier das Prunkstück quasi bei der Orkan. Es ist ein ganz klarer Gun-DD, ne? Die Torpedos werden hier eher vernachlässigt. Ich erreiche hier eine Nachladezeit von 4 Sekunden mit einer Dauer von der 180-Grad-Kehre von 9 Sekunden. Wir haben hier als Hauptunterschied eigentlich die Reichweite. Die Orkan schießt 11,6 Kilometer, während die Lightning 12,2 Kilometer weit schießt. Die Streuung, horizontale Streuungsellipse, ist bei der Lightning 99 Meter, hier eben 95 Meter. Das liegt aber einfach daran, dass es eben hochgerechnet wird. Ne? Die schießt ja auch 600 Meter weiter. Der Alpha-Damage der HE-Granate 1750 ist 50 Punkte besser als bei der Lightning. Wir haben hier eine Brandwahrscheinlichkeit-Stock von 9% und maximal erreichbar wären 12%. Die HE-Granate penetriert 20 mm, also das heißt auch die Aufbauten von Schlachtschiffen oder eben auch von Kreuzern und so weiter sind ohne IFAE ohne Probleme machbar. Bei der AP-Granate sieht das alles wieder ein bisschen anders aus, da ist sie dann ein Ticken anstrengender, den maximalen Schaden eben rauszuholen. Ihr penetriert mit der AP-Granate auf 11 Kilometer 75 mm Panzerung, auf 7 Kilometer 114 mm und auf 5 Kilometer eben 139 mm. Das alles, egal ob AP oder HE, gepaart mit einem Sigma-Wert von 2.0. Die Standard-Abprallwinkel sind auch hier wieder ja, dabei, 0 bis 30 Grad keine Penetration möglich, also da gibt es nur Abpraller, 30 bis 45 Grad eben die normale RNG-mäßige Verteilung, Penetration möglich, aber eben auch Abpraller möglich und nach 45 Grad ist es dann die ganz normale Penetrationsberechnung, die eben stattfindet. Wenn ihr 20 mm Panzerung mit eurer AP-Granate durchbohrt habt, dann löst der Zündverzögerer von 0,01 Sekunde aus und ihr löst dann im optimalsten Fall eben 2250 Alpha Damage aus, was nochmal 50 Punkte mehr ist als die Lightning eben auch hat. Die Mündungsgeschwindigkeiten bei beiden Granaten sind 774 Meter pro Sekunde. Das ist übrigens auch bei der Lightning so. Als große Pro, was ich bei der Orkan hier auch cool finde, genau wie bei der Lightning eben auch, die Türme drehen sich um 360 Grad und wir haben hier auch eine Normalisierung von 10 Grad. Bei den kleinen Granaten ist das ja üblich. Da ist Verbesserung des Durchdringungswinkels durch die Panzerung quasi, ne? Das ist also ein Vorteil. Ihr legt weniger Weg in der Panzerung zurück, bis ihr dann in dem Hohlraum seid, wo die Granate hoffentlich explodiert.
Ja, das war das, was man zur Atri sagen kann, aber noch nicht ganz. Denn wir haben hier eine Sekundärbewaffnung drauf, die wollen wir nicht ganz vergessen. Wir haben ein Turm, ein Rohr, 102 mm, 5,3 Kilometer Kampfentfernung. Und wenn es mal so nah wird, kann die vielleicht sogar mal den Unterschied ausmachen. Ich habe selbst mit der Haider schon mal einen Sekundärkill auf den Zerstörer gemacht. Also das ist, was dann zum Schmunzeln, wenn der zustande kommt. Dieses Sekundärgeschütz braucht natürlich Platz und das nimmt den Platz weg von einem weiteren Torpedowerfer. Wir haben hier einen Torpedowerfer drauf, nur die Lightning hat eigentlich zwei. Hier bei der Orkan ist es dann ein Vierfachwerfer mit einem sehr, sehr engen Fächer und einem etwas weiteren Fächer. Kein Einzelabwurf möglich, da ist wieder so ein Unterschied. Die Ladezeit bei der Lightning 90 Sekunden, hier haben wir 70 Sekunden. Der Alpha-Damage ist nur europatypisch 10.700. Dafür ist unsere Torp-Reichweite mit 12 Kilometer wieder richtig toll. Erkennbarkeit zur See 1,6 Kilometer. Und dafür ist dann wieder die Torpedogeschwindigkeit sehr hoch mit 76 Knoten. Das ist ja bei dem britischen Zerstörer überall schlechter, außer der Alpha-Damage. Ne? Also die Lightning kann nur 8 Kilometer weit torpen, wir hier 12. Dafür ist der Lightning Alpha-Damage bei über 15.000, wir haben hier nur 10.000. Also da sieht man dann so ein bisschen den Vergleich. Ja? Die Lightning hat auch noch einen Werfer mehr, ist also ein Torpedo-lastiger. Ja? Also ich denke, der Unterschied ist klar geworden. Gehen wir weiter, Flugabwehr. Das soll hier eigentlich in der Realität ein Zerstörer sein. Oder war es ein Zerstörer, der flugabwehrmäßig stärker war als die der Lightning. Jetzt hier in World of Warships ist das alles leider ein bisschen umgekehrt, weil wir eben Radar haben, das muss gebalanced werden, diese ganzen Geschichten. Hier ist die Flugabwehr, obwohl geskillt, sogar schlechter als bei der Lightning. Wir haben hier 85 kontinuierlichen Schaden overall und das verteilt sich dann wie eingeblendet eben auf die Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Nebenbei haben wir auch noch zwei Granatenexplosionen, die zwischen 3,5 bis 5,2 Kilometer eben explodieren. Und wie gesagt, die gesamte Flak-Reichweite 5,2 Kilometer. Wenn ihr aus der Luft aufgeklärt werdet, dann ist das eben eigentlich sowieso schon zu spät. Behaltet euch bleibt einfach bei der Truppe, wenn ihr wisst, dass ein Flugzeugträger dabei ist. Alleine könnt ihr euch gegen einen Flugzeugträger nicht sinnvoll wehren, auch wenn ihr erst bei 2,6 Kilometer aus der Luft eben aufgeklärt werdet. Europa-typisch wieder, eine sehr, sehr späte Aufklärung. Dann geht es schon weiter mit der Manövrierbarkeit. Höchstgeschwindigkeit 36,8 Knoten mit Sierra Mike und wir haben hier einen Motorboost von 8%, da kommen wir an die 40 Knoten nachher ran. Ein sehr guter Wendekreis von 590 Meter und 3,7 Sekunden Ruderstellzeit. Hier kann ich die Ruderstellzeit zwar skillen, dann verliere ich aber diesen Antriebsmodifikator, der ich eben schneller beschleunigen kann. Das ist bei den Briten ja nicht unbedingt notwendig, weil die sowieso schon einen sehr guten Antritt haben. Da packt man immer Ruderstellzeit rein. Hier bei der Orkan habe ich mich eher für die Antriebsmodifikation entschieden, um schneller wieder in Tritt zu kommen. Kann man machen, wie einem das selber beliebt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. In Summe sehe ich hier eigentlich sogar die Orkan ein Stückchen weiter vorne, ja, gerade wegen Motorboost. Hat man eben hier nochmal ein bisschen einen kleinen Plus. Erkennbarkeit zu Wasser 5,9 Kilometer. Nachteil gegenüber der Lightning, weil die Lightning ja deutlich geringer erkennbar ist. Das mussten die aber machen. Das haben die in der Work in Progress, in der Testphase eben hier 500 Meter raufgepackt. Die waren mal bei 5,4 Kilometer oder 5,5 in dem Bereich. Und das haben sie dann halt balancemäßig oben raufgepackt, dass das eben einfach besser ins Spiel passt. Ne? Die Erkennbarkeit zur Luft hatte ich eben schon gesagt, 2,6 und wenn er im Nebel steht und schießt, 2,7 Kilometer. Und jetzt kommen wir zum Verbrauchsmaterial hier bei der Orkan und das ist wohl der größte Unterschied zwischen Lightning und dieser Orkan hier. Wir haben hier ein Schadensbegrenzungsteam 2 dabei. Ich gehe jetzt nur auf die Premium-Varianten ein. Wie gesagt, ihr wisst ja, Premium-Verbrauchsmaterialien gibt es demnächst nur noch in World of Warships, die dann aber kostenlos werden. Also ihr verliert deswegen nichts. Ihr spart sogar am Ende was und habt eine bessere Version des Verbrauchsmaterials. Wie gesagt, Schadensbegrenzungsteam ist hier in Slot 1. Nichts Besonderes, Wirkungsdauer, Ladezeit und so weiter. Das ist identisch auch mit der Funktion bei der Lightning. In Slot 2 kommen dann schon die ersten Unterschiede raus. Hier haben wir Motorboost, wie ich das schon sagte, 8% mehr Speed, 3 Aufladungen. In Slot 3 gibt es dann die Reparaturmannschaft, die Lightning übrigens auch nicht hat, mit 222 Trefferpunkten pro Sekunde, die wiederhergestellt werden. Auch hier 3 Aufladungen und dann gibt es in hier eben diese übermächtige, wie ich persönlich finde, Überwachungsradar. Das macht so viel Gaudi, die Leute damit zu überraschen, weil sie einfach nicht damit rechnen, dass ihr Überwachungsradar habt und sich dann einnebeln, weil sie denken, sie können sich vor euch verstecken eben und ihr gannt die dann einfach aus dem Nebel raus.
Das wird sich sicherlich mit der Zeit ändern, wenn eben die Orca ein bisschen bekannter geworden ist. Aber aktuell ist es immer noch krass cool. Ja, die Lightning hat nur mal, damit ihr wisst, was die Lightning als Verbrauchsmaterialien hat, Schadensbegrenzungsteam, Nebel und Hydro. Also wir haben hier sogar noch in der Anzahl an Verbrauchsmaterialien mehr und dann auch noch anderes Verbrauchsmaterial. Das macht die Orkan eben zu dem besonderen Schiff, wie ich persönlich finde. Verbesserungen haben wir hier natürlich auch eingebaut. Hauptbewaffnungsmodifikation 1, um die Guns, also die Türme und den Torpedowerfer ein bisschen vor Ausfällen zu schützen. In Slot 2 habe ich mich hier für die Schutzsysteme der Manövrierbarkeit entschieden. Einfach, ich habe keinen Nebel, kann mich nicht zurückziehen, mich dem Beschuss entziehen. Ich muss das ausstehen, wenn ich entdeckt bin. Und deswegen, ja, möchte ich lieber besser manövrieren können oder weiter manövrieren können, auch wenn sie beschädigt sind. Sachen. In Slot 3 gibt es dann EMC-Systemmodifikationen, weniger Streuung der Hauptbatteriegranaten und schnelleres Drehen des Torpedowerfers. In Slot 4 die Antriebsmodifikation 1. Ich sagte schon, ich habe mich hier dafür entschieden, das Steuergetriebe bringt mir aus meiner persönlichen Sache jetzt nicht so viel. Das ist aber jedem seine Sache. Ihr könnt euch hier durchaus auch für ein Steuergetriebe entscheiden, wenn ihr das denn möchtet. Ihr steht ja mit der Orkan eigentlich nicht so viel. Und wenn ihr doch anfahren müsst, dann könnt ihr eben Motorboost benutzen. Ne? Würde theoretisch auch Sinn machen, die Argumentation. In Slot 5 gibt es die Tarnsystemmodifikation. Gegnergranaten werden um 5% mehr gestreut und ihr selber werdet 10% weniger entdeckt. Dazu gibt es natürlich noch die Signale in der ersten Reihe. Also in der oberen habe ich mich für India X-Ray und Victor Lima entschieden, um mehr Brände zu haben und ein bisschen mehr Wassereinbruchswahrscheinlichkeit. Also beim Gegner natürlich. Und Juliet Whiskey Una One bringt dann nochmal 15% oben drauf. In der zweiten Reihe gibt es dann November Foxtrot für schnelleres Nachladen der Verbrauchsmaterialien, Sierra Mike für mehr Höchstgeschwindigkeit des Schiffes, India Delta für die Reparaturmannschaft, wir wollen ja mehr Trefferpunkte pro Sekunde wiederherstellen, und dann gibt es noch die Anti-Deto-Flagge Juliet Charlie. Bei den ökonomischen und anderen Signalen müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr sie nutzen wollt oder nicht. Ich würde hier auch kein Flugabwehrsignal raufbauen, weil die Flugabwehr, die kann man sowieso schon vergessen, da bringt die 5% mehr auch nichts, ne? Muss man einfach so sagen. Dann geht es weiter mit der Tarnung. Wenn ihr dieses Schiff euch in der Waffenkammer holt, gibt es eben die Standardwerte einer Typ 10 Tarnung und ja, ihr seht sie eingeblendet, brauche ich eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Nett sind dann halt immer die Wartungskosten, die dann reduziert werden, und EP-Gefecht bekommt ihr ein bisschen mehr, gerade wenn ihr dann Free-XP oder Kapitäns-EP farmen wollt, dann braucht ihr diesen Wert sowieso immer als Basis, weil alles darauf ja berechnet. Ein Schiff ist nichts ohne seine Crew oder seinen Kapitän, und das ist die Skillung meines Kapitäns. In der ersten Reihe präventive Maßnahmen. Ich möchte einfach verhindern, dass irgendwie die Hauptbewaffnung ausfällt, Torpedo, Steuergetriebe, Motor und so weiter. Das wird damit einfach ein bisschen weniger wahrscheinlich. In der zweiten Reihe habe ich mich natürlich sofort mit letzter Anstrengung dafür entschieden. Und dann mit dem Adrenalinrausch möchte ich einfach die Ladezeiten für Torpedos und Hauptbewaffnung verkürzen, wenn ich denn schon Schaden nehme, und das ist unweigerlich in jedem Gefecht so, wo man sich einfach als Gun-DD auch gerne mal mit einem anderen DD anlegt, das passiert einfach, und deswegen macht der Adrenalinrausch besonders viel Sinn aus meiner Sicht. Und gerade weil man sich so häufig anlegt, ist dann auch wieder wichtig, Experte der Lebensfähigkeit hier rein zu skillen, bringt uns am Ende 8x 350 Trefferpunkte mehr, und das kann den Unterschied ausmachen. Und damit ich die richtigen Argumente habe, habe ich die Schießgrundausbildung drin. Damit lade ich nämlich 10% schneller meine Hauptbewaffnung nach, also meine Hauptbatteriegeschütze. Und ich verbessere meine Flugabwehr um 10%. Das ist ein netter Nebeneffekt und bringt uns trotzdem nicht auf das Niveau der Lightning leider. In Reihe 4 habe ich mich dann natürlich ganz normal für den Tarnungsmeister entschieden und dann Funkortung, um die jährlichen DDs besser aufklären zu können oder eben Bedrohung früher erkennen zu können. Das ist mein 19er Kapitän. Ihr könnt es gerne ein bisschen anders gehen, vielleicht einen Inspekteur statt den Experten der Überlebensfähigkeit mit reinbauen, halte ich aber für weniger effizient, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche auch nicht die Anzeige, wie oft ich aufgeschaltet bin. In der Regel bin ich nicht entdeckt. Wenn ich entdeckt bin, habe ich ein DD als Gegner oder ein Radarschiff oder irgendwie sowas. Das ist dann relativ klar, dass alle auf mich schießen. Von daher brauche ich diese Anzahl nicht noch extra sehen. Nun sind wir schon fast am Ende des Videos angekommen. Wir haben noch Pro und Contra. Meine persönliche Einschätzung kommt dann auch noch dazu. Pro ist für mich
360-Grad-drehende Türme, macht saumäßig viel Spaß. 9 Sekunden Turmdrehzeit ist sowieso schon super. So oder so wäre das nicht schlecht, aber mit 360 Grad macht das nochmal extra Plus sozusagen. Dann die sehr hohe Brandwahrscheinlichkeit der Zerstörergranaten hier bei der Orkan, der 50% mehr, also nicht 50%, sondern 50 Trefferpunkte mehr Alpha-Damage, den darf man nicht vernachlässigen im Verhältnis zur Lightning. Dann haben wir sehr schnelle Torpedos und wir haben eine schöne, bunte Mischung bei den Verbrauchsmaterialien, die die Orkan zu so etwas Besonderem machen, wie ich persönlich finde. Wir haben natürlich auch Kontrasachen, wie zum Beispiel die miserable Flugabwehr, der fehlende Nebel, das muss man so ein bisschen in Verbindung miteinander sehen. Ja, viele DDs können eben den Nebel nutzen, um sich dem Beschuss des Flugzeugträgers zu entziehen. Das geht bei der Orkan einfach nicht und da muss man eben aufpassen. Ja, da bleibt einfach nichts anderes übrig. Und wir haben nur einen Torpedowerfer, weil sie da lieber ein einzelfeuerndes Sekundärgeschütz eingebaut haben. Smiley, aber gut, das ist eben so Licht und Schatten eines Zerstörers. Es gibt noch einen weiteren Punkt und zwar der Abwurfwinkel Torpedos. Der ist auch nicht so ganz optimal. Das ist übrigens bei der Lightning sehr, sehr ähnlich. Ne? Man muss relativ viel Breitseite zeigen, um dann die Torpedos eben abwerfen zu können. In Relation zu für einen Zerstörer, meine ich jetzt. Ne? Gibt sicherlich schlimmere Kreuzer noch, aber ja, für einen Zerstörer ist das nicht ganz so großer Luxus, sei es einfach mal. Ja, als Fazit muss ich sagen, ich freue mich, dass ich den Zerstörer hier im Hafen habe. Es ist kein Muss-Schiff, bestimmt nicht. Ja, wer die Lightning hat, kann da so gerne gut und gerne drauf verzichten. Aber es macht doch sehr, sehr viel Spaß. Es bringt irgendwie Farbe ins Spiel, wie ich persönlich finde. Also in meinen persönlichen Spielspaß, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe immer wieder so Smiley-Effekte bei den Gefechten dabei gehabt, wo ich sie jetzt fahren konnte, auch in der Testphase schon. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es muss am Ende jeder für sich entscheiden, ob er bereit ist, die Dublonen auszugeben. Es geht um Echtgeld. Darum mache ich dieses Video, damit ihr wisst, ob es sich lohnt für euch oder eben nicht. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Wenn es so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch die Orkan geholt habt, ob ihr euch darauf freut, ob ihr darauf sparen werdet oder vielleicht auch ganz anders. Braucht keiner, wie auch immer. Eure Meinung gerne gesehen, solange sie konstruktiv bleibt. Ne? Empfehlt uns auch gerne weiter, wenn ihr Freunde habt und Freundinnen, die World of Warships spielen und uns vielleicht noch nicht kennen. So, jetzt sage ich danke für eure Zeit und dann sagt das Seekraus-Team und meine Wenigkeit tschüss, bis zum nächsten Video hier auf dem Seekraus-Kanal. Haut rein, ciao, ciao.